Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Mule, ein neuer Film von und mit Clint Eastwood. Und was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst schon mal gleich ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Brauchen Sie Hilfe? Nein, alles bestens, danke. Was haben Sie da? Pekannüsse. Ich bringe meine Nichte Pekannüsse. Pekannüsse? Sie macht den miserabelsten Nusskuchen, den es gibt. Ihr Mann tut mir echt leid. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit und wir haben hier Earl Stone, einen Veteran, der mittlerweile ein Gartenbaugeschäft hat. Das Problem ist bloß, das läuft nicht ganz so gut und nach einigen Jahren ist er pleite, das Haus wird gepfändet mit dem ganzen Grundstück und allem drum und dran. Dementsprechend ist er jetzt sozusagen, ja, total am Boden, weiß nicht, was er machen soll. Zudem hat er auch noch Probleme, überhaupt schon die ganzen Jahre zuvor wirklich für die Familie da zu sein, hat sich eher auf die Firma von ihm konzentriert und hat nicht wirklich das Familienleben daran teilnehmen können, beziehungsweise es überhaupt bereichern können. Und dementsprechend ja, ist er auch bei der Familie nicht so hoch angesehen, außer seine Enkelin, die kämpft immer noch dafür, dass ihr Opa ja eigentlich doch ein ganz guter ist. Allerdings ist das Problem ja, er hat kein Geld mehr und so Stück für Stück muss er dann auch ein bisschen was bezahlen oder er würde gerne etwas bezahlen und dementsprechend kommt er dann über ein paar Umwege zu einem Kartell in Mexiko und für das fängt er von nun an über die Staatengrenze, also Bundesstaatengrenze, mit seinem Truck verschiedenste Ladungen von Drogen zu liefern. Und man muss sagen, das Ganze ist mit über 80 wirklich sehr, sehr cool und von der reinen Erzählweise her macht das hier wirklich Spaß. Es ist mit 2 Stunden, wird es auch nicht wirklich langweilig, also es ist durchgehend Story und man hat dann auch mittendrin dann mal so wieder ein paar emotionale Momente und man hätte nicht gedacht, dass wirklich dieser Film auch so wirklich schöne emotionale Momente schafft, kriegt er hier gut hin. Also Story ist richtig cool, vor allem Clint Eastwood passt hier so nahezu perfekt in diese Figur, dementsprechend hier 4 von 5 Punkten für die Geschichte. Vom Schauspiel her muss ich sagen, macht das Clint Eastwood hier echt cool. Also das ist natürlich genau sein Style, das funktioniert alles sehr, sehr cool. Und es macht einfach Spaß zuzugucken. Also das Schauspiel ist emotional an manchen Stellen auch wieder dieser leichte Witz mit drin. Das funktioniert alles ganz gut. Wir haben hier gefühlt so, ja, fast alle amerikanischen Größen dabei, die man in allen Filmen mal gesehen hat, die irgendwie so mexikanisch hätten spielen können. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele. Und so ist der Cast insgesamt gut, vor allem weil dann auch natürlich nach einiger Zeit auch ja, das FBI darauf angesetzt wird, diesen Drogenkurier zu schnappen. Und da haben wir dann Bradley Cooper zusammen mit Michael Pena, die das sozusagen aufklären sollen. Also hier wirklich richtig cool vom Cast her. Clint Eastwood auch sehr, sehr geil. Dementsprechend hier 4 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, ist der Film sehr schön. Also er ist klassisch, aber er hat immer wieder mal ein paar schöne Einstellungen. Das ist in Ordnung. Passt 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch zu meinem Fazit und ich muss sagen, The Mule ist echt ein sehr, sehr cooler Film geworden. Zum einen ist das perfekt für Clint Eastwood, die Geschichte ist unterhaltend, spannend und man will einfach wissen, wie es weitergeht oder ausgeht. Also insgesamt eine sehr, sehr coole Geschichte, coole Darsteller, kann man sich definitiv im Kino angucken. Dementsprechend von meiner persönlichen Meinung her 4 von 5 Punkten. Insgesamt sind wir dann auch bei 15 von 20 Punkten. Starker, guter Film geworden, den man sich definitiv im Kino anschauen kann. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!